Hallo, hier ist Clara. Ich zeige euch heute ein tolles Rezept, ein Gem aus dem Backofen. Das mache ich das zweite Mal. Danke für den Rezept, liebe Schwester Lydia. Also, das mache ich das zweite Mal und hat mir sehr toll gefallen. In der russischen Sprache heißt es Pavidla. Das kommt raus wie Pavidla, in Deutsch wie Gem. Und ganz einfach und wenig Zucker. Also, ich habe hier entkernt und klein geschnitten Zwetschgen 1,5 Kilo. Und dafür brauchen wir 500 Gramm Zucker. Ich habe den Zucker mit einem Löffel Zimt vermischt. Und das kommt alles rüber. Wir vermischen das ganz gut, ganz gründlich alles, und das alles kommt dann in den Backofen bei 220 Grad. Ich schätze mal für 40 Minuten. Die genaue Uhrzeit sage ich Ihnen noch Bescheid. Seit 20 Minuten stehen die jetzt im Backofen und ich habe die in der Zeit zweimal umgerührt und mache gleich nochmal. Wie Sie sehen, das köchelt immer noch ein bisschen. Das stand halbe Stunde bei 220 Grad. Nach 30 Minuten habe ich den Herd abgeschaltet und das stand noch 10 Minuten da und hat langsam geköchelt. Sie haben das Piepsen gehört. Jetzt können Sie das mit Stabmixer pürieren, wenn Sie möchten. Letztes Mal habe ich das nicht gemacht. Heute mache ich das mit meiner Maschine und Sie können entscheiden, was Sie machen. Püriert habe ich die und so sieht die Konsistenz aus. Nachdem es abkühlt, zeige ich es nochmal. Gekühlte Konfitüre, so sieht das aus. Sehr, sehr lecker, habe ich heute gefrühstückt, ausgezeichnet. Eine Korrektur, das waren keine Zwetschgen, das waren Pflaumen. Ich zeige Ihnen aber die Konfitüre oder Marmelade oder Gem, wie es auch immer heißt, den ich vor 2 Wochen gemacht habe aus Zwetschgen. Das Rezept ist das gleiche, was wir mit den Pflaumen gemacht haben, nur die standen im Backofen 1 Stunde. Also beide schmecken sehr, sehr lecker. Ab jetzt mache ich nur nach diesem Rezept nochmal Danke, Lydia, und ich hoffe, das gefällt Ihnen auch sehr. Guten Appetit, bis zum nächsten Mal.